Hallo, guten Tag. Es gibt immer wieder Erstaunliches. Man sollte sich doch bitte an offizielle Stellen wenden. Wie viele Vorstände soll ich denn eigentlich anrufen? Es ist nicht lächerlich, aber es kommt langsam so hinauslaufend. Ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, bitte um dringenden Rückruf. Klinikfall. Gleichzeitig geht es hier aber einen Existenznotfall einer Kundin, die sich dem Postdienstleister GLS Germany bedient hat, weil eben die Gewichtsvorgaben dafür passend sind und andere Posttransportpaketanbieter nicht in die Auswahl leider kommen können. Ich habe jetzt 3 Nachrichten bekommen, bitte um sofortigen Rückruf. Ja? Ich habe jetzt mit einem erweiterten, ja, nennenswerten, eigentlich von der Stimme ableitend, kommunikativen Partner gesprochen. Und er weigerte sich, dieser Dringlichkeitsstufe Beistand zu leisten, Abhilfe zu schaffen. Nein, sie brauchen offizielle Stellen. Also wenn ein Vorstand nicht offiziell ist und wenn ein Forum, ob ZDF, Hallo Deutschland, MDR, Brisant, es gibt so viele, diverse Leute heute oder was auch immer, ne, das passt da auch rein. Wer sind sie denn? Und so weiter und so fort. Wenn man da kein Gehör bekommt, dann gibt es nur die andere Möglichkeit. Heißluftballon, hallo, da oben sind wir. Wir wollen das nicht abstellen. Wir wollen Ihre Kunden nicht zufriedenstellen. Wir wollen Sie nicht entschädigen. Sie haben Pech gehabt. Nehmen Sie doch einen anderen Partner. Nein, hier spricht Gala.com.tv und ich lasse nicht los. Kennen Sie einen Tiger, wenn der plötzlich zu Genuss kommt, weil es gut schmeckt? Und jetzt riecht's nach Recht. Ja, Aufklärung. Ja, Schadensregulierung. Ja, verstehen Sie? Sie haben sich den Falschen rausgesucht. Es wird, wie heißt es da? GLS, ne? Das sind die Kartons, so kommen sie an. Und dann hat natürlich der Kunde die Möglichkeit, hier sehen Sie die Kartons, unversehrt. Unversehrt. Ist das nicht schön? Ja, an den Rampen. Und das geht gar nicht. Ach, jetzt habe ich die Kamera verrückt. Jetzt könnte es natürlich nicht professionell sein. Nein, das ist trotzdem professionell. Es geht um den Inhalt. Ja? Und so schauen dann die Teile aus. Gebrochen. Ja? So schauen die Teile aus. Notstromgeräte für die Ukraine. Ja, die können da unten natürlich nicht helfen. Ja? Die können da unten natürlich nicht helfen. Ja, sorry. Die können da unten natürlich nicht helfen. Jetzt habe ich es 3-mal wiederholt, bewusst. Die CD hängt nicht. Ja, wenn sie nicht ankommen, zum Beispiel. Weil sie ja dann weiter transportiert werden sollten. Die sind nur in Deutschland mit GLS gesendet worden. Darf man jetzt retten oder nicht? Ja, retten darf man eigentlich nur, wenn man ans Ziel kommt. Und dafür zur Aufklärung gibt es galacom.tv. Wer sind Sie? Ja, das wird der Herr mit Sicherheit demnächst erfahren. Und ich weiß ja nicht, es gibt ja weitere Schäden. Es gibt Fitnessgeräteschäden. Es gibt, was war das nochmal? Zahnbürstenschäden aus Frankfurt. Die habe ich. Tja. Und das hat aber gar nichts mit Malgorzata hat es zu tun. Jetzt staunen Sie nicht. Wo haben Sie denn die Mobilnummer her? Werden Sie nicht erfahren. Wo haben Sie denn die Kontakte her? Werden Sie nicht erfahren. Datenschutz. Und jetzt schreiben Sie mir schnellstmöglich eine E-Mail. tvgalacom@gmail.com. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Ich habe nur so einen Bruchteil gehört Ihres Namens, Klaus. So, und jetzt melden Sie sich.
tvgalacom@gmail.com. Sie haben das Gespräch nach Alles muss mit Richtigkeit laufen. Nach 16 Minuten um 17.31 Uhr am 20.09.22 abgebrochen. Guten Tag. Drum brechen wahrscheinlich auch die logistischen Serviceleistungen ab. Wenn Sie das immer so machen, dann sind Sie so gut auf der Bühne wie Quelle, Großversandhaus, Schickedanz. Ciao, ciao.